die alte Techbahn. Was gut war, ist machbar. 30 Kilometer, 460 Höhenmeter. Wir werden sehen, schließlich sind Experten am Werk. Mein Name ist Martin Schmid, ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Ja, das sah verwirrend aus auf der Karte am Anfang. Aber ich erkunde die alte Trasse der Bahnlinie nach Weilheim, der Techbahn. Oder was davon übrig geblieben ist. Es ist nämlich nachgewiesen, die S-Bahn bis Weilheim ist machbar. Experten haben eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt. Ergebnis: Von den 5 betrachteten Bahnlinien schneidet die Techbahn am besten ab. Klarer hätte das Ergebnis der Machbarkeitsstudie kaum ausfallen können. Sie wurde Anfang März in Bad Boll vorgestellt. 5 Strecken haben die Experten untersucht. Die Hohenstaufenbahn, das Klepperle von Göppingen nach Schwäbisch Gmünd. Die Bullerbahn, Göppingen-Bad Boll. Die Techbahn von Kirchheim nach Weilheim. Sowie eine Neubaustrecke von Weilheim nach Bad Boll. Alle Strecken kennt ihr bereits aus älteren Filmen von mir. Einige haben einen eigenen Film bekommen, andere habe ich nur beiläufig erkundet. Aber Abonnenten kennen das längst und deshalb empfehle ich ein Abo. Mit einem Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1,47 schneidet die Techbahn am besten ab. Alle haben Dollarzeichen in den Augen, aber klar ist auch, die Idee geistert schon seit Jahren durch Kreis- und Gemeinderäte. Als die königlich-württembergische Staatseisenbahnen die Strecke 1908 eröffneten, hatte man noch Großes vor. Ein Ringstoß bis zur Vilsbahn nach Göppingen war das ferne Ziel. Mit Weilheim, Bad Boll und vielen weiteren Gemeinden wäre damit eine wirklich gute und zukunftsweisende Nahverkehrslösung entstanden. Wie gesagt, 1908. Und damals waren auch Experten am Werk. Bei der Schließung der Strecke im Jahr 1982 haben sich Sachverständige gewundert, wie man die lukrative Strecke so gegen die Wand wirtschaften konnte. Aber die Experten der Bahn haben es geschafft, mit Sachverstand und mit Gewalt. Sie haben die Strecke heruntergewirtschaftet und stillgelegt. Und auch sogenannte Experten haben gleichzeitig die irre Neubaustrecke geplant. Die ist für den Fernverkehr und ich berichte in einem anderen Film drüber. Abonnenten wissen das längst und ich wiederhole mich. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bringen uns einen großen Schritt weiter. Das sagt Weilheims Bürgermeister Johannes Züffle.
Ebenso äußert sich der Kirchheimer Oberbürgermeister Dr. Pascal Bader. Der besondere Charme liegt darin, dass die Schienen noch liegen. Also nicht so ganz, aber fast. Zumindest an einigen Stellen. Aber natürlich kann man die nicht einfach so neu lackieren und wieder in Betrieb nehmen. Deshalb soll ein Ausbau nur schlappe 136 Millionen kosten, aber dann könnten auf der alten Trasse vielleicht wieder Züge fahren. Neben einer Verlängerung der S-Bahn könnte so auch Güterverkehr stattfinden. Der Bedarf ist natürlich noch da, direkt neben der Strecke in den Industriegebieten. Die hatten früher schon Bahnanschluss. Gut, das sind schon arg hochtrabende Träume. Landrat Heinz Eininger hat das sofort erkannt und betont, letztlich wird aber auch die Finanzierbarkeit eine große Rolle spielen. Gut, wir haben alle genug Geld und dürfen jedenfalls gespannt sein, welche unserer nachfolgenden Generationen dereinst in den Genuss dieser neuen alten Verbindung kommt. Enkel oder Urenkel? Oder deren Urenkel? Oder die letzte Generation? Womöglich scheitern sie dann mit ihren Rollatoren am Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Schließlich sind Experten am Werk. Irgendwann werden die ganzen großkotzigen Ankündigungen und die ganzen hochtrabenden Pläne aufgrund der Plattentektonik zunichte gemacht. Wir werden sehen, schließlich sind Experten am Werk. Ich fahre jedenfalls zum Abschluss noch irgendwo anders hin, um den Kopf frei zu bekommen. Nicht nur, um einen Tech-Blick zu erhaschen. Was gut war, ist machbar. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.